Ja, ein herzliches Willkommen in meiner Testumgebung. Ich habe hier diesmal ein Küchengerät. Auch mal ganz interessant. Aber da ich Smoothies ganz gerne mal trinke, vor allen Dingen im Sommer ist das immer sehr erfrischend, möchte ich für euch auch mal den Multimixer und Smoothie-Mixer Mix and Go vorstellen. Dieser kommt aus dem deutschen Hause Severin und bietet 2 Jahre Garantie. Und ja, ich möchte einfach mal mit euch schauen, was sich in diesem Riesenkarton befindet und was man damit alles machen kann. Und vor allen Dingen, ob das auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Es ist das Modell SM3737. Und fast 1 Liter, 500 Watt. Und ich pack's jetzt einfach mal vor euch aus. So, als erstes fliegt mir hier so ein riesen Karton ins Gesicht. Und hier sind auch unterschiedliche Gläser auch schon vorhanden. Das ist jetzt ein Plastikbehälter unten mit einer Klinge. Dann habe ich hier Glas. Sowie den Mixer selber. Das kommt auch mit einem Kabel. Das ist alles Plastiktüte, Plastiktüte. Und eine Bedienungsanleitung ist hier noch zu finden. Sowie eine kleine Karte, die hier drum war. Ein QR-Code zum Einscannen für tolle Rezeptideen. Und jetzt schaue ich mir das Ganze mal genauer an, was mir denn hier alles geliefert wurde. Den habe ich bereits gezeigt. Es ist ja eine leicht flexible Plastikflasche, fast schon. Lässt sich hier auch abdrehen. Und hier drunter befindet sich auch schon eine Klinge. Ich muss dazu sagen, ich bin absolut eigentlich kein Hobbykoch oder sonst irgendwas. Ich lasse das alles meine Freundin machen. Aber das hat mich jetzt doch schon interessiert, dass ich mir das einfach mal anschauen wollte, was denn so ein Smoothie-Mixer so ausmacht. Hier habe ich noch so eine Kappe. Pump. Das ist noch so ein Deckel für diesen Messbecher hier. Hier sind auch die Messwerte hier drauf graviert. Bis 1 Liter, wie auch auf der Verpackung schon stand. Dies ist ein Deckel mit einer Gummilasche zum Wiederverschließen, wenn ich mein Smoothie wahrscheinlich schon fertig habe oder mein Getränk. Wie gesagt, diese kleine Deckel hat hier auch noch eine Gravur in Milliliter bis 25. Und jetzt kommen wir zur Technik. Das ist wieder ein Part für mich, wo ich mehr drüber reden könnte vielleicht. Also das Gerät kommt mit einem Motor, der ist hier unten zu sehen. Ein Zahnrad, welcher wahrscheinlich dann die Klingen antreibt. In der Front der schönen Edelstahl, verschiedene Schritte und auch auf der Vorderseite unbedingt nochmal der QR-Code drauf, damit man auch die tollen Rezepte nochmal abrufen kann. Schätze ich jetzt einfach mal. Der Drehknopf lässt sich leicht bedienen. Von 0 auf zurück. P ist
gefedert, also da springt er wohl automatisch wieder zurück. Was das auf sich hat, das werden wir alles noch erfahren. Hier ist das Netzteil mit verbaut. Und ein Kabel für die Steckdose. Wollen wir auch gleich mal schauen, wie lang denn das mitgelieferte oder das fest verbaute Kabel ist. Ja, ich schätze jetzt einfach mal so auf einen Meter. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man das so reinstecken kann wie in so einem Mixer halt. Jawohl. So, ich werde mir jetzt hier nochmal die Bedienungsanleitung anschauen. Werde die im Anschluss ordentlich studieren. Und dann sehen wir uns gleich weit wieder. Wir wünschen Ihnen mit diesem Qualitätsprodukt aus dem Hause Severin viel Freude und bedanken uns für das Vertrauen. Auf jeden Fall schon mal in Deutsch, in Englisch. Hier, ja, das ist Französisch, Niederländisch, Italienisch, also viele Sprachen. Spanisch, Polnisch ist auch dabei, dass jeder seine Smoothies selber machen kann oder seine Produkte mixen kann. Gut, wie schon erklärt, ich werde jetzt das Handbuch einstudieren und dann sehen wir uns gleich wieder.